gut 7000 Mitglieder wurden von der NPD in den letzten Wochen angeschrieben. Erstmalig in der Geschichte der Partei führten wir eine Mitgliederbefragung durch. Es ging im Wesentlichen darum, ob unsere Mitglieder einen Zusammenschluss mit der DVU zu einer großen, starken nationalen Partei für sinnvoll erachten. Nun steht das Ergebnis fest. In einer ersten Auswertung können wir sagen, dass sich zu meiner Überraschung 1872 Mitglieder an dieser Befragung beteiligt haben. Das ist mehr als ein Viertel unserer Mitgliedschaft und zeugt eigentlich von einem großen politischen aktiven Bewusstsein der Mitglieder an der Willensbildung von der Parteibasis aus mitzuarbeiten. Ich gebe zu, es war ein Risiko, eine Mitgliederbefragung, denn man weiß nicht, wie geht die Mitgliederbefragung aus. Ferner weiß man nicht, wie viele beteiligen sich überhaupt daran. Nun, ich denke, diese Zahl kann sich sehen lassen. Auf die Frage, halten Sie eine Vereinigung der NPD und DVU für sinnvoll, sofern der NPD daraus keine neuen Schulden entstehen, antworteten 92,47% mit Ja, 6,6% mit Nein, 0,91% enthielten sich der Stimme. Ich denke, das ist ein überwältigendes Votum und die Partei hat nun einen Auftrag, den Willen der Mitgliedschaft, den Willen der übergroßen Mehrheit der Mitgliedschaft umzusetzen. Ich werde nun in dieser Sommerpause noch den Parteivorstand und das Parteipräsidium zusammenrufen. Die Vorstände in beiden Parteien haben nun Knochenarbeit zu leisten. Ich gehe davon aus, dass das Votum bei der Deutschen Volksunion ähnlich ausgefallen ist wie bei der NPD. Dann müssen sich zunächst die Präsidien, danach die Vorstände zusammensetzen und einen Verschmelzungsvertrag aushandeln. Das wird das härteste Stück Arbeit, dass man sich auf Inhalte der Verschmelzung einigt. Über das Wie, über das Wo und über das Wann. Ich denke, als Zielvorgabe ist es nicht so hoch gegriffen, dass wir diesen Verschmelzungsprozess in diesem Jahr abschließen sollten, nämlich bis zum 31.12. Das heißt aber, beide Vorstände müssen also diesem Vertragswerk zustimmen. Danach müssen beide Parteien einen Bundesparteitag einberufen und auch dieser Bundesparteitag muss dem Vertragswerk und der Verschmelzung zustimmen. Wenn beide Parteitage dies getan haben, müssen beide Parteien noch eine Urabstimmung durchführen. Und erst wenn diese positiv ausgegangen ist, kann die Verschmelzung als beschlossen gelten. Das Jahr 2011 wird uns dann wieder im Angriff sehen. Die beiden größten und ältesten nationalen Parteien bilden dann eine neue nationale Front, die bei diesen Wahlen in Deutschland sich ganz sicher in diesem kleinen Superwahlkampfjahr mit 6 Landtagswahlen im Jahre 2011 als die neue Kraft präsentieren wird und schon im März dokumentieren kann, dass sie fähig ist, in neue Landtage einzuziehen. Ich denke, mit einem solchen Votum der Mitgliedschaft hinter uns können wir zuversichtlich in den weiteren politischen Kampf gehen.